Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und damit zum Auftakt einer weiteren kleinen Miniserie, denn auf Instagram wurde teilweise der Wunsch nach einer detaillierten Uxche-Elf-Tour ziemlich laut und ich hatte ja, als wir vor ein paar Monaten umgezogen sind, neue Bücherregale bekommen. Es hat sich auch seit der letzten Bookshelf-Tour, ich verlinke sie euch hier oben gerade mal unter dem i, hat sich auch einiges in meinem Bücherregal getan. Und ja, weil ich mir jetzt auch ein Stück weit einen Videoplan geschrieben habe, wann ich was ungefähr machen möchte, damit ich einfach auch Ideen habe und so weiter und so fort, kommt jetzt die Bookshelf-Tour. Wenn ihr die Tour seht, komme ich gerade aus dem dritten Tag meiner schriftlichen Prüfungen und dann habe ich es rum. Yay. Ich freue mich richtig. Und dann heißt es einfach nur noch warten bis Ende März, bis dann auch die letzten vier Prüfungen gelaufen sind. Und genau, so viel dazu. Ich will jetzt aber auch gar nicht groß um den Brei herumreden. Ganz kurz zur Bücherregalsortierung. Wie ihr seht, ich habe mich für einen Regenbogen entschieden, auch weil ich das persönlich schöner finde. Mein Regal besteht aus drei Breiten und diesem schmalen hier. Das wird sich aber auch nochmal ändern, weil dieses Zimmer und das Regal wird Teil des jetzigen Schlafzimmers und das Schlafzimmer wird hierher ziehen, weil wir brauchen zum Schlafen tatsächlich gar nicht so viel Platz, wie wir denken. Und genau, so viel dazu. Und wenn irgendwie Merch oder Kerzen oder sonst was drin steht, werde ich ein paar kurze Worte darüber verlieren, aber in dem Video wird es hauptsächlich um die Bücher gehen, die ich gelesen habe, die noch ungelesen auch, im Regal stehen. Und wie ich die Bücher fand. Oder, ja, genau. Deswegen betrete jetzt gerade mal die Perspektive und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß beim Video. Bis gleich. So, hier einmal das Regal in der Großübersicht. Also ihr seht hier schon, das sind diese vier großen Regale. Hier ist dann noch sozusagen der Subwagen, wo teilweise auch noch Deko drinne steht. Mein Hocker, auf dem ich sitze für die Videos, mein Lesesessel, der wird aber noch ausrangiert, weil den habe ich meinem Mann stibitzt, den verwendet er eigentlich zum Zocken. Und dann halt noch zwei kleine Teppiche und den hässlichen Boden. Aber wir fangen jetzt hier oben an und gehen dann einmal hier in diesem Video bis dahin. Und dann im nächsten Video kommen dann die anderen Reihen dran. Also ja, ich würde sagen, gehen wir mal näher ran an die Sache. So, und jetzt sind wir hier einmal ganz an die Ecke des Regals und diese hier kennt ihr sogar noch aus meinem letzten Video. Ich entschuldige mich für die wackelige Kameraführung. Ich bin wirklich ein Zwerg und das Regal ist 2,2 Meter hoch. Ja, ich muss mich da ein bisschen strecken. Genau, aber die Gilde der Schwarzen Magier habe ich absolut geliebt. Habe ich auch schon wahnsinnig oft gereadet. Genauso wie diese Reihe hier, das ist die Nachfolgereihe. Spielt ungefähr 20 Jahre nach dem Ende von Die Meisterin. Unglaublich gute High Fantasy, die ich sehr, sehr gerne mochte und uneingeschränkt auch empfehlen kann, auch für etwas jüngere Leser. Dann haben wir hier die Reihe von Helena Hunting, Keep und Hold habe ich gelesen. Den ersten Band Stay, der fehlt mir noch im Print, habe ich aber auch gelesen, fand ich auch unglaublich gut. Und Hope liegt noch auf dem Sub. Ich denke aber, dass ich das dieses Jahr bestimmt mal schaffe, es zu lesen. Dann, vom Ende der Einsamkeit, habt ihr jetzt auch schon öfters mal in den Videos gesehen, liegt noch auf dem Sub. Dann haben wir hier einmal die Woodland Academy von Marcella Fracciola. Das ist Becoming Me, das ist ein Spin-off mit dem Therapeutic Summer Camp. Habe ich sehr geliebt, war meiner Meinung nach auch das... Okay, war auch meiner Meinung nach das bisher... Na? War meiner Meinung nach bisher das beste Buch von Marcella und ich freue mich auch auf jedes weitere Buch, das sie noch rausbringen wird. Throne of Glass
Habe ich noch nicht gelesen, möchte ich dieses Jahr aber unbedingt lesen. Also könnt mir ja schreiben, wie ihr die Reihe fandet, weil auf Instagram wird die ziemlich gehypt, aber ich bin mir meistens gar nicht so sicher bei den gehypten Büchern. Bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Genauso wie hier den zweiten Band, den habe ich mir jetzt sicherheitshalber schon mal geholt. Und dann haben wir hier ein Herzensbuch. Das ist jetzt nachträglich noch eingezogen. Und zwar ist das Die geheime Welt Idun von Laura Gallego Garcia. Das ist jetzt der erste Band einer vierteiligen Reihe, wobei der dritte Band in zwei aufgesplittet worden ist. Die Reihe ist mittlerweile sehr, sehr rar. Ich habe die jetzt gerade noch so sozusagen auf Medimops günstig bekommen können. Suche aber hier verzweifelnd Band 3, also die beiden dritten Bände, weil ja, ist ähnlich wie bei Das Reich der Sieben Höfe einfach eine absolute Rarität. Kann ich aber sehr empfehlen, ist ein Buch, in dem es um einen Drachen und ein Einhorn geht, die letzten ihrer Art, und um einen schwarzen Magier, der ihre Welt unterjocht. Und ja, die beiden gemeinsam müssen gegen diesen schwarzen Magier antreten. Es ist eine unglaublich schöne Fantasy. Und dazu gibt es aktuell eine Anime-Serie auf Netflix, die ich auch sehr, sehr gerne mochte, weil auch die Autorin selbst an dieser Anime-Serie mitgewirkt hat. So, weiter geht's zu dem nächsten Regal. Und zwar haben wir hier einmal Rixton Falls, habe ich euch, meine ich, im Lesemonat November vorgestellt. Mochte ich sehr, sehr gerne. Kann ich auch empfehlen. Freue mich da sehr auf den zweiten Band, der dann auch, meine ich, im März erscheint. Bin ich dann auch ziemlich hyped drauf. Dann Before You Go, Jeder letzte Tag mit dir liegt noch auf dem Sub, habe ich mir auf Empfehlung von der lieben Saskia von Saskias Bücher auf Instagram geholt. Ein ganzes halbes Jahr kennt man, liebt man oder auch nicht. Mein Herz in zwei Welten liegt noch auf dem Sub bei Bad Heart oder Bad Heart von Liza Raven liegt auch noch auf dem Sub. Maybe Someday und Maybe Not mochte ich relativ gerne, waren aber auch meine ersten New Adult Bücher mittlerweile. Bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich sie jetzt wirklich noch mögen würde. Ja. Und dann kommen wir hier wieder zu einem Buch aus einer Herzensreihe von mir. Und zwar ist das India Place von Samantha Young. Das ist, meine ich, der vierte Band der Reihe, ist eine richtig schöne Romance-Geschichte, die ich wirklich nur ans Herz legen kann. Und ja, dann haben wir hier ein Buch ohne Titel. Das ist aber ein Vorab-Exemplar gewesen von Campus Love von Katharina Mittmann. Mochte ich auch sehr, sehr gerne. Habe ich mir aber tatsächlich auch noch nicht das endgültige Exemplar sozusagen geholt. Dann haben wir hier von Colleen Hoover, was perfekt war. Das habe ich in einer Nacht durchgesuchtet und geliebt, kann ich uneingeschränkt empfehlen, wenn man Triggerwarnungen jetzt nicht für wichtig erachtet. Nur noch ein einziges Mal muss ich noch lesen, liegt noch auf dem Sub. Beginne gern von Mona Kasten. Da hatte ich letztes Jahr im Sommer einen ja, ziemlich schnellen Reader von mit meiner lieben Bibi von Ways to Write. Die Reihe könnte ich aber auch immer wieder rereaden. Back to Woodsill. Ich liebe es einfach sehr. Dann haben wir hier 50 Shades of Grey. Ich habe es geliebt damals. Ich weiß nicht, ob ich es heute lieben würde. Aber mochte ich auch sehr, sehr gerne. Kennt ihr aber auch noch aus meiner alten Bookshelf-Tour. Genau. Hier haben wir dann noch das Buch von Trinidad J. Der Tag, an dem ich dich zu lieben begann. Oder der Tag, an dem ich begann, dich zu lieben, so rum. Habe ich noch nicht gelesen, möchte ich aber ganz bald nachholen. Genauso wie The Grace Year möchte ich auch noch unbedingt lesen. Dann haben wir hier den vierten Band von der Drachenkämpferin. Und zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe das Buch, ja, so ungefähr ein Drittel vor Ende pausiert und seitdem nicht mehr weitergelesen. Das war, ich meine, kurz vor Ausbildungsbeginn, sprich vor ungefähr 3,5 bis 4 Jahren. Also werde ich dann wahrscheinlich aber auch dann nochmal anfangen müssen und dann nochmal lesen. Mal schauen. Dann habe ich hier noch PS, ich liebe dich von Casey West. Habe ich auch noch nicht gelesen, genauso wenig wie Elias und La. Ja, den zweiten Teil von Das Juwel muss ich auch noch unbedingt lesen. Ein ganz neues Leben habe ich hier im Hardcover, deswegen steht es nicht hier bei den anderen beiden. Ja. Suche ich auch noch dringend das Taschenbuch, weil ich es schon gerne in derselben Ausgabe hätte.
Genau. Legend von Marilou mochte ich unglaublich gerne. Bin ich gerade dabei, den zweiten Band zu lesen. Den habe ich letztes Jahr im Sommer irgendwann mal angefangen und nicht weitergelesen. Und jetzt habe ich einfach gesagt, ja, okay, das ist jetzt keine so schwere Geschichte. Die snacke ich dann sozusagen mal ganz kurz weg. Genau. Dann haben wir hier, und die sind so ein bisschen mein ganzer Stolz, die Eternal Editions von Sailor Moon. Vielen wird es vermutlich ein Begriff sein, aber ich bin zum Beispiel ein totales Sailor Moon Fangirl. Ich bin mit der Serie aufgewachsen und ich bin so froh, dass es jetzt diese wunderschönen Ausgaben gibt. Die sind auch teilweise, Moment, ich nehme gerade mal den ersten Band runter. Ups. Genau. Und zwar sehen die echt toll aus. Die sind zum einen im Hardcover und zum anderen sind die ersten Seiten farbig illustriert. Richtig, richtig schön. Und dann geht es mit der Geschichte los. Sind ein absoluter Hingucker, sind aber leider auch nicht gerade billig. Also, ja, kann man nehmen, wie man will. Genau. Stellen wir jetzt gerade mal wieder zurück. Hoffen, dass es stehen bleibt. Genau, dann haben wir hier noch ein paar Lux-Bücher. Truly und Madly muss ich noch lesen. Someone to Stay habe ich sehr geliebt. Someone Else habe ich aber noch auch noch nicht gelesen. Und diese beiden mochte ich auch sehr gerne. Habe ich zu Beginn meiner Bookstagram-Zeit gelesen. Und Everything I Didn't Say hat auch zu meinen Highlights 2019 gehört. Und da erscheint endlich der zweite Band. Und ich freue mich so. Genau, dann haben wir hier eine der ja, normalen Ausgaben von Selection. Absolute Empfehlung, habe ich sehr geliebt. Dann, ich glaube, die beiden habe ich euch jetzt schon so oft gezeigt. Die Forbidden Royals Reihe. Hier ist der Band 1, Band 2 und Band 3 erscheint Ende Februar. Werdet ihr dann auch noch in einem Neuerscheinungsvideo sehen. Dann haben wir hier einmal den Schuberkarton und den Schuber zu Selection. Absolute Leseempfehlung, wirklich, ich habe sie geliebt. Und ich finde diese Schuber-Ausgabe tatsächlich ein ganz klein wenig schöner als die hier. Aber ich möchte halt, ja, brauche noch Band 1 und 2 im Hardcover in der ursprünglichen Ausgabe. Dann ist mein innerer Monk dann auch ein bisschen befriedigt. Dann haben wir hier noch Nach dem Sommer von Maggie Stiefvater. Muss ich auch noch unbedingt lesen. Meine Mama hat sie geliebt und ich habe sie jetzt auch schon ein paar Mal auf BookTube und Bookstagram gesehen. Wird auf jeden Fall sehr gemocht von den meisten. Und dann haben wir hier noch Bring Down the Stars, das so mitunter zu meinen kleinen Jahresflops 2019 gehört hat. Ja, da kann man sich streiten. Ich mochte es nicht so sehr, dafür mochte ich aber Band 2, der irgendwo anders steht, umso lieber. Genau, und dann drehen wir gerade mal wieder die Perspektive. Genau, und das war jetzt schon sozusagen das oberste Regalfach meines Regals. Ich habe mich einfach bewusst dafür entschieden, das einfach in mehrere Teile aufzuteilen, weil einfach das Video sonst viel zu lang werden würde bei über 300 Büchern. Und ja, ihr könnt mich ja gerne mal wissen lassen, wie ihr das Video so fandet. Ich glaube, bei den nächsten Videos wird es für mich nicht so eine Streckaktion, weil dann geht es in die tieferen Etagen. Und genau, ihr könnt mir auch gerne hier noch ein Abo dalassen. Einen Daumen nach oben würde mich sehr freuen, dann weiß ich auch, ob es euch gefallen hat. Und natürlich auch einen Kommentar, welches der Bücher ihr vielleicht schon gelesen habt oder welche Bücher ihr vielleicht auch noch lesen möchtet. Finde ich dann auch immer ganz interessant zu wissen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Arrivederci!